Hey Danis von Werde Musiker hier. Schön, dass du in diesem Video dabei bist. Herzlich willkommen. Ich möchte mit dir heute in diesem Video den Fehler Nummer 1 aufklären, der dafür sorgt, dass du dich nicht zum Üben überwinden kannst. Und zwar ist das der folgende Grund. Du hast einfach Angst davor, Fehler zu machen. Und das Ganze findet vielleicht bewusst oder unbewusst statt. Du nimmst dir vielleicht einfach zu viel vor. Du nimmst dir etwas vor, was noch zu schwierig für dich ist. Das ist ganz egal. Dir fehlt vielleicht der rote Faden. Und an dieser Stelle kann ich dir nur empfehlen, check mal in der Videobeschreibung meinen kostenlosen Crashkurs. Da findest du einen roten Faden, der nimmt dich wirklich an die Hand. Insbesondere für Anfänger eine sehr, sehr gute Einstiegsmöglichkeit in die Welt der Gitarre. Aber um das nochmal weiter zu spinnen, jetzt unabhängig von dem Crashkurs und dem, was letzten Endes jedem Gitarristen begegnet, ist das Problem, Angst, einen Fehler zu machen. Und diese Fehler, die man macht, sich dafür dann scheiße zu fühlen, sich darüber aufzuregen, wenn man sich verspielt hat, das geht jedem so. Ob du jetzt ein Einsteiger bist, ob du ein Fortgeschrittener bist oder ob du ein Profi bist, ich reg mich manchmal auch darüber auf, wenn ich was üben will, was ich noch nicht kann. Letztens erst wieder auch was bei YouTube ausgecheckt und was gespielt oder versucht zu spielen, was ich, von dem ich jahrelang dachte, ich würde es richtig spielen, dann gecheckt habe, ich habe das ja jahrelang falsch gespielt. Ein Song von John Mayer, das aber nur am Rande. Und da habe ich bei einem anderen YouTuber gesehen, wie es richtig geht. Der hat sich unglaublich viel Mühe gemacht. Und es war für mich aber immer so, boah, dieses Stück, ich kann es zwar irgendwie spielen, aber irgendwie fühlt es sich nicht richtig an und es läuft noch nicht so richtig gut. Und deswegen blieb es so in der Ecke liegen. Und plötzlich kam es mir aber, weil ich dann irgendwann mal dachte, ich will das jetzt mal richtig lernen, habe ich geforscht, gesucht und diesen Kollegen da gefunden, der es mir gezeigt hat, wie es richtig funktioniert. Und plötzlich hatte ich wieder total Bock daran, dieses Lied zu üben und konnte es dann auch meistern. Und das ist aber ein Problem, was ich damit sagen will, ist, das betrifft jeden. Man hat Angst davor, Fehler zu machen. Dabei geht es auch jetzt nicht nur darum, ein Stück oder einen Song aufzuführen oder vor anderen Leuten zu spielen oder sowas, sondern ich bin der festen Überzeugung, dass viele Leute sich nicht zum Üben motiviert bekommen, weil sie einfach vor sich selber dann Angst haben zu versagen und sich darüber wieder aufzuregen. Das bedeutet Stress. Und das möchte ich dir mit diesem Video nehmen, diese Angst davor. Und wie kannst du aber damit umgehen, wenn du Fehler machst? Du kannst vor allem dann schauen, warum machst du diese Fehler immer wieder und wieder? In der Regel liegt es daran, dass du dich selbst überforderst. Du machst vielleicht etwas, was noch zu schnell für dich ist oder was technisch noch zu anspruchsvoll für dich ist, dann mach das Ganze langsamer. Ich weiß, das ist am Anfang eine Herausforderung, da diese Disziplin aufzubringen, aber es ist wirklich der Weg, um Fehler zu lösen, um Verspannungen vielleicht auch zu lösen. Am Anfang hat man häufig das Problem, dass man das Gefühl hat, meine Hand platzt gleich. Wenn du komplizierte oder viele Akkorde spielen sollst oder aufwendige Melodien oder Solos oder was auch immer, es ist ganz egal, da kann es dann wirklich irgendwann passieren, dass du verkrampfst, das führt zu Fehlern, du ärgerst dich, du legst die Gitarre zur Seite. Das soll nicht geschehen. Versuch das Level runterzufahren und versuch das Ganze dann auf dem Level zu machen, auf dem du dich befindest. Und das findest du eben raus, indem du dann langsam merkst, okay, ich mach's mal langsamer, jetzt klappt's. Oder du machst eine Trockenübung, du entkoppelst die Hände voneinander, machst erstmal nur das, was die linke Hand machen muss und lässt die rechte weg. Und umgekehrt, mach das Ganze einfacher. Bau es dir in kleinen Häppchen auf, bis du das ganze Ding dann gespielt bekommst. Und dieser Nummer 1 Grund, warum du dich nicht zum Üben motiviert bekommst, ist, denke ich, einfach kein Grund, den du gelten lassen solltest. Weil es gibt so viele schöne Möglichkeiten, Gitarre zu lernen, in jeder Situation wieder etwas mitzunehmen. Und das möchte ich dir mit auf den Weg geben. Die Motivation, keine Angst zu haben, einen Fehler zu machen, auch zu den Fehlern stehen. Wenn du ihn gemacht hast, ja, so what? Dann hast du ihn gemacht, das ist sowieso zu spät, du kannst ihn nicht zurücknehmen. Das gilt insbesondere für die Leute, die dann vielleicht mal einen Auftritt haben oder sowas und sich, wo ich dann immer sehe, er hat sich gerade verspielt und es ärgert ihn so sehr, dass die nächsten 5 Akkorde auch alle in die Hose gehen. Das ist die große Kunst, sich da nur vom Kopf, das ist ja auch egal, auf welchem Level du bist, Anfänger oder Fortgeschritten oder Profi, dich vom Kopf davon frei zu machen und keine Angst vor Fehlern zu haben. Wenn ein Fehler geschieht, ist der sowieso schon geschehen. Du kannst ihn nicht zurücknehmen. Zumindest Stand jetzt. Es gibt noch keinen DeLorean, der einen wirklich zurückbringen kann.
Und das ist etwas, was ich irgendwann kapiert habe, auch lange bevor ich das Ganze professionell gemacht habe mit der Musik und mit der Gitarre. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Hinweis und der Nummer eins Grund, warum du dich häufig nicht motiviert fühlst zu üben. Und wie gesagt, wenn dir auch ein Stück weit ein roter Faden fehlt in deinem Gitarre-Lernprozess, schau mal in der Videobeschreibung vorbei, da findest du meinen kostenlosen Crashkurs und da kriegst du tonnenweise Informationen an die Hand, die dich auf jeden Fall besser machen werden und dir dabei helfen werden, Spaß am Instrument zu haben und vor allem auf dem Level dich abholen, wo du gerade bist. Das ist das Wichtigste, das musst du immer im Kopf behalten, diese Information. Leg da los, wo du bist, nicht wo jemand anders ist. Wenn ich als Hobbyläufer loslaufe und sage, ich möchte so schnell rennen wie Usain Bolt, dann wird man erstmal scheitern. Dafür braucht man jahrelanges Training. Aber man kann vielleicht den Anspruch haben, überhaupt erstmal loszulaufen. Und ich denke, das ist die Herangehensweise, wie sie sein sollte. Und ich freue mich schon, dich beim nächsten Video wiederzusehen. Ich freue mich auch über Kommentare und wie das ganze Thema für dich ist und wie du damit umgehst. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Danke fürs Zuschauen. Ich bin der Hannes von Werde Musiker. Ciao!